So, liebe Freunde auf YouTube, im Kanal von den Fulltime Nerds auf Request von Pat Beach oder Pat Beagle 87. Ja, das böse Ende meiner Meinung nach, die Reaper zu zerstören. Da möchte ich aber was dazu sagen, dann muss ich es nicht abtippen. Meiner Meinung nach ist die einzig wahre Lösung natürlich die Synthese, denn der Junge, hier das Kind, also ist schon weg. Das Kind sagt ja, die letzte Evolutionsstufe ist nun mal die Synthese. Und bevor ich das jetzt hier vollende, möchte ich da noch meinen Comment abschließen. Würden wir sie kontrollieren, dann sind wir nicht besser wie das, was wir hier die ganze Zeit um den Krieg hier führen. Denn ja, wir kontrollieren die synthetischen Wesen und deswegen gibt es Krieg, also ist das nicht gut. Zerstören wir sie, also alles, was synthetisch ist, dann werden wir wieder irgendwann synthetisches Leben erschaffen. Das hat der Junge auch schon gesagt. Und dann wird das wahrscheinlich wieder das Gleiche hier geben. Also im Prinzip ist rechts und links die Zwickmühle, meiner Meinung nach. Und in der Mitte bei der Synthese hat euch der Junge schon gesagt, es wird alles von Commander Shepard weggeschickt in das All über die Portale. Und dementsprechend gibt das eine neue DNA-Basis. Und man sieht es auch in dem Ende letztendlich von meinem Let's Play, was dann daraus resultiert, nämlich Edie überlebt, Joker überlebt, meine ganze Mannschaft überlebt, bis auf vermutlich Ashley und James, die auf der Erde ja wahrscheinlich gefallen sind, das wissen wir leider nicht, wenn ich mich richtig daran erinnere. Und dementsprechend hat nämlich Shepard mit der mittleren Lösung zumindest schon mal alle gerettet von seiner Mannschaft. Gleichzeitig werden die Reaper und alle synthetischen Wesen zu Freunden, also sind ja nicht mehr Feind, weil wir ja synthetisches Wesen oder synthetisches Leben absorbieren und halt kombinieren, wie auch immer. So, bin ich auch gleich fertig, möchte noch was kurz abschließend dazu sagen. Da wir natürlich, oder ich in diesem Let's Play, den Shepard als Held gespielt habe, also als positiv gesehenen Held, schon seit Mass Effect 1, kann man sich jetzt natürlich das Ende so konstruieren oder denken. Ja, denken und Fantasie ist gefragt. Das gab es in früheren DOS-Spielen, da musste man sich seine Welt selber vorstellen. Das muss man hier in dem Fall auch. Haben wir einen Helden-Shepard, dessen DNA losgeschickt wird und man kann davon ausgehen, dass natürlich alles, was nachher mit dieser Synthese oder mit der neuen DNA verbunden ist, auch eine friedliche Koexistenz hat. So, lange geschwafelt, Pat Beagle 87, jetzt weißt du, warum ich die Mitte gewählt habe und auch nach dieser legendären Schlachten mit meiner großen militärischen Stärke trotzdem die Mitte gewählt habe, denn der kleine Junge hat es schon recht gut erklärt. Krieg ist nicht immer die beste Lösung, das hat es schon oft auf der Welt gegeben und wie sagte Einstein, ich weiß nicht, mit was für Waffen im Dritten Weltkrieg gekämpft wird, aber im Vierten kämpfen wir wieder mit Stöcken und mit Schlagstöcken und whatever, mit Steinschleudern. Also, viel Spaß bei dem alternativen Ende. Ja, und ich bin mal gespannt, was mit meinen Kollegen passiert. Ich quatsch hier auch einfach mal rein. Ist mir jetzt auch ein bisschen egal. Schau mal, wie er allein schon guckt. Ja, meine Süße wird wahrscheinlich dann auch drauf gehen. Und für alles, was wir gekämpft haben, ja, das werden wir jetzt wahrscheinlich opfern. Ich bin mal gespannt und wünsche euch viel Spaß bei diesem Ende. Ich weiß auch nicht, ob ich auf YouTube schon diese Variante gesehen habe, aber naja, mal gucken, was letztendlich dann daraus passiert. Also bis jetzt ist es noch gleich mit der Mitte, ich mich noch hier recht daran erinnern kann. Nur dass jetzt in der Mitte kam hier, glaube ich, eine grüne Welle, die dann die Reaper abhauen ließ. Ja, und jetzt werden die Reaper mit irgendwas Rotem in die Flucht geschlagen. So, die Menschen bleiben stehen, die Reaper werden wahrscheinlich gleich explodieren oder niedergehen. Genau. Okay.
So, die Citadel kostet es natürlich auch, genauso wie die Portale. Die schickt jetzt wahrscheinlich hier alles erstmal los, genau. Und das verteilt sich jetzt schön über die Portale. Statt grün ist das Ganze rot. Und ich bin mal gespannt, was hier Joker jetzt letztendlich fabriziert. Denn in meinem anderen Ende schafft er es und landet ja auf dem Planeten und alle kommen raus. Ich hoffe, du hast jetzt den Monsi gleich nicht traurig gemacht. Für mich nicht danach aus. Und jetzt kommt wahrscheinlich der Abspann. Na okay, zumindest ist die Normandy runtergegangen. Aber er wird wahrscheinlich nicht mit Edi aussteigen. Denn Edi ist ja synthetisch. Okay, Joker hat es zumindest überlebt. Und die anderen dann dementsprechend wahrscheinlich auch. Halt leider Edi natürlich nicht. Ja, genau. Naja, wenigstens hat es mein Schätzchen geschafft. Hey Junge, gell? Das ist meine. Gut, wenn mir jetzt noch jemand sagen kann, was hier... Hey, Ashley? Okay, das ist ein bisschen anders. Jetzt kannst du mir aber halt lange nicht erzählen, was wirklich gelaufen ist. Ich weiß nicht. Aber ich habe ja kommentiert und das ist meine Ansicht. Den Abspann lasse ich jetzt nicht laufen, den habt ihr ja schon gesehen. Ich gucke mir noch an, ob da hinten das mit dem Jungen und mit dem Papa da auch noch läuft, mit den Planeten, und schreibt das vielleicht noch unter den Kommentar drunter, ob das da auch noch kommt. Aber ja, ich hoffe, ich habe dir deinen Wunsch erfüllt und danke für den Kommentar und wir sehen uns in einem der nächsten Let's Play. Ciao, Momsi, Foodtime Nerds.